Ja, hallo hier von der K65, von der Kreisstraße zwischen Niefern und Frücht. Kurz vor der Kreuzung vor Frücht, wo es in Richtung Forsthaus Lahnstein geht. Da ist vor einer guten Stunde, so lange dauern hier schon die versuchten Bergungsarbeiten, ein LKW, der hier auf dieser engen Straße wohl einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen ist, nach rechts in diesen jetzt durch die Regenfälle ziemlich aufgeweichten Randstreifen gekommen. Da ist also sehr matschig, wie man im Hintergrund auch sieht, da unten in dem Feld, da glänzt ja schon das Wasser, da steht das Wasser drin und der Randstreifen ist genauso matschig. Dieser LKW ist ein Stückgut-LKW, der, man sieht es hinten, mit zwei IBCs, mit diesen Plastikbehältern, Kubikmeterbehältern beladen ist, in denen Gefahrstoff transportiert wird. Der hat auch die Gefahrstofftafel draußen. Das Ganze ist ordnungsgemäß gekennzeichnet und war auch noch eine Lieferung für die Verbandsgemeinde Werke hier für die Aufbereitung in einer Kläranlage. Es ist Eisen 3 Chlorid oder Oxid, da muss ich jetzt gleich nochmal nachfragen. Auf jeden Fall ein Stoff, der dazu genutzt wird in der Kläranlage, das durch seine wasserbindenden Fähigkeiten mit einer feineren Dosierung natürlich eine leichtere Klärung zu ermöglichen. Und so hoch konzentriert, wie er hier drauf ist, nämlich zweimal ein Kubikmeter, ist das Ganze natürlich, nicht natürlich, sondern ist das Ganze ätzend, hochätzend sogar, hat der Wehrleiter mir eben im Interview gesagt. Das ätzt sogar Eisen an, wenn es irgendwie unkontrolliert austreten sollte. Hier tritt aber zurzeit nichts aus, die Behälter sind also dicht. Der LKW hat nur, in Anführungszeichen, auf der linken Seite, also auf der Fahrerseite, die Bodenhaftung verloren. Also der ist rechts sehr deutlich eingesackt. Und die Räder hier, die eigentlich auf dem Asphalt stehen müssten, sind also höchstens noch ganz innen mit einem ganz kleinen Teil am die Bodenkontakt und ansonsten hängen die schon in der Luft. Der steht also schräger, als man das hier auf so einem Bild annehmen könnte. Die Feuerwehr hat den hier gesichert, wie ihr seht. Vor mir das Fahrzeug mit einer Umlenkrolle zieht das hier gegen diesen Baum schon mal gerade, damit er nicht weiter abgeht. Und es ist dann mit Holz unterbaut worden, so wie diese erste Sicherungsmaßnahme durchgeführt war. Dann kam noch ein neuer Rüstsatz zum Einsatz. Hier gibt es jetzt was aussieht wie Lego für Erwachsene, dieses Holz da vorne. Ich zeige es euch mal gerade ein bisschen näher dran. Dieses Unterbauholz ist zum ersten Mal im Einsatz, habe ich jetzt eben gehört, hier bei der Feuerwehr in Bad Ems. Es ist frisch beschafft, dieses Material, und kann hier schon gute Dienste leisten. Die Noppen da dran sind das Geheimnis, also das gibt schon mal eine gewisse Grundfestigkeit untereinander. So, jetzt kommt das zum Einsatz, was wir ja vorher schon hier im Bild gesehen haben. Ansonsten immer blau, aber dieser gelbe Stapler gehört zum THW in Lahnstein. Und dieser Stapler ist von Lahnstein aus hier hoch direkt dazu alarmiert worden, also der THW Ortsverein Lahnstein, um hier bei der Bergung dieses Gefahrstoffs zu helfen. Wir wissen also inzwischen nach dem Interview mit dem Wehrleiter Marc Horbach, dass hier für die Feuerwehr natürlich der Gefahrstoff im Vordergrund steht bei dem Einsatz. Deswegen versucht man jetzt diese unbeschädigten IBCs vom LKW runterzukriegen und dann wäre die weitere Bergung des LKWs wäre dann also Sache eines Abschleppunternehmens. Es gestaltet sich aber durch die Schräglage relativ schwierig. Der ist also schon ein Stück aufgebockt inzwischen, aber da unten ist es alles so matschig, dass das alles ziemlich schwierig ist. Da müsste man noch wahrscheinlich kubikmeterweise Holz drunter packen, um da eine vernünftige gerade Unterpackung drunter zu kriegen. Und dann kriegt man ihn ja auch nicht gefahren. Im Moment geht es also mehr um die Stabilisierung. Dann sollen diese beiden IBCs mit dem Gefahrstoff herausgeholt werden. Dann kann die, da sie ja unbeschädigt sind, ganz einfach abtransportiert werden. Und dann wäre das hier als Gefahrenstoffeinsatz soweit erledigt. Im Moment, wie gesagt, gestaltet sich das Ganze durch die Schräglage des LKWs eher schwieriger als erwartet.
Aber da haben die Jungs ja aus zahlreichen Übungen Erfahrung. Man geht da mit Ruhe und Bedacht dran und wird sicher eine Lösung finden. Die Jungs in Gelb da hinten stehen für den Fall der Fälle bereit, dass hier noch irgendwas schief gehen sollte. Vor allem Eigensicherung, dass dann den Kameraden geholfen werden kann, die in der Nähe des Gefahrstoffs sind und dabei sonst zu Schaden kämen. Ihr seht also hier, das ist so ein Einsatz, da ist echt ein bisschen Erfahrung und vor allem Improvisationstalent gefragt. Das ist nicht ganz einfach. Die K65, das habe ich natürlich am Eingangs vergessen, die K65 ist aktuell gesperrt. Also zwischen Frücht und Niefern geht da gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen schlecht für die. Das will jetzt der Nieferner Ortsbürgermeister nicht hören, aber die K65 wird natürlich als Umfahrung hier unten für die Baustelle auf der B260 genutzt. Aber das fällt jetzt erstmal aus. Also da kehrt auch in Niefern etwas mehr Ruhe ein. Und die K65 wird zwischen Frücht und Niefern auch noch gesperrt bleiben, bis denn diese LKW endgültig wieder auf der Straße steht. Da der Rest darin der Ladung aber kein Gefahrgut ist, könnte es durchaus sein, wenn die IBCs jetzt glücklich geborgen sind und auf der Straße stehen, dass man den LKW dann einfach nach vorne rauszieht, weil die Gefahr ja dann wesentlich geringer ist. Aber das müsste der Bergungsunternehmer, der Abschleppunternehmer entscheiden. So viel derzeit hier von der Einsatzstelle auf der K65 bei Frücht. Mehr dazu gibt es natürlich nachher bei 56aktuell.de auf Facebook und auf Instagram. Ich sage Tschüss aus der Nähe von Frücht, Willi Willich.